Servus und hallo bei einer Dope-Show. Heute dachte ich mir, erzähle ich einmal aus der Zeit, als es noch eine Wehrpflicht gab. Seltsamerweise ist es so, immer so als junger Mann heranwächst, so also mit 16, 17, fand ich das interessant. Schießen, Uniformen anziehen, Dreck robben und sowas. Das hat man nicht, hätte man Spaß gemacht, so Abenteuer. Aber als ich älter geworden bin, so mit 18, als ich angefangen habe zu kiffen, ist man ganz schnell, schlagartig klar geworden. Ja, Alter, bald musst du zur Musterung. Und das ist kein Abenteuer, weil es geht ja darum, du lernst da Menschen zu töten, bevor die dich töten. Und dann war es für mich schon vorbei. Ja. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, ich wollte da gar nicht hin. Jetzt war es so, ich habe beim Freund, beim Jan, mitbekommen, der hat Kriegsdienstverweigerer machen wollen, also der hat verweigert und musste halt dann einen Zivildienst machen. Aber der Kampf bis zu dem Punkt, wo sie gesagt haben, okay, du kannst Zivildienst machen, du musst nicht zur Bundeswehr. Das war nervenaufreibend bis zum Getty-Nummer und der hat echt Unterstützung gehabt von Leuten, die studiert waren, die ihm das Ganze formuliert haben und so weiter. Und ich nicht. Meine Eltern haben halt nicht studiert. Verstehst du? Sie sind dann im Krieg groß geworden, im Zweiten Weltkrieg, als sie noch Kinder waren. Die sind dann traumatisiert rausgekommen. Da hat sich der Staat einen Scheißdreck drum gekümmert. Die mussten alle selber klarkommen damals, die ganze Generation. Die wenigsten haben irgendwo Unterstützung gekriegt, großartig. Weißt du? War auch Caritas so scheiße drauf. Was, du gehst Sonntag in die Kirche, kriegst Kacke. So waren die drauf. Ach egal, ich schweif gerade ab, ja. Auf alle Fälle war es so, ich habe halt dann so gerade eine Ausbildung gemacht, die war im dritten Lehrjahr. Ja, dann kommt halt der Brief zur Musterung her. Termin in 4 Wochen. Und ja. Aber Angst kriegt. Und dann sitze ich so mit dem Jan bei ihm zu Hause mit dem Freund von seiner Mutter, mit dem Matze. Sitzt man da und rauchen mit Johnny. Und als wir dann halt so richtig breitschirm sind, dann kommen halt die ganzen Geschichten, die ganzen Gerüchte, die man so hört. Ja, da musst du besoffen hingehen, ja, da musst du zu hingehen, ja, da musst du dies, musst du jenes machen. Dann wirst du mitgenommen, weil diese Drogenabhängigen wollen sie nicht. Ja gut, haben wir die Challenge akzeptiert. Hingefahren bin ich dann auf LSD, einen riesengroßen Popbiller, aber nur einen halben, weil ich wollte nur, dass es so ausschaut und ich trotzdem weiß, was ich mache, damit ich halt da klar rumkomme. Als wir dann da so drin gesessen sind, in diesem Musterungsraum, mit einem Haufen anderen Leuten, haben wir uns also unterhalten und dann erzählt man, ah, ich habe voll 3 Trips eingefahren und ich schaue an und er hat wirklich einen Riesenschuss gehabt. Und ich so, ja, ich auch. Habe halt dann mit dem so rumgesponnen ein bisschen, weil wir beide ja ein bisschen auf Trip waren, aber ja, er ist dann vor mir reingerufen worden, wird dann lachend wieder rauskommen und sagt, alles klar, tschüss, ich brauche nicht. Und dann haben sie ihn ausgemustert. Hat aber nicht gesagt, dass ihn ausgemustert haben wegen seiner Beine, weil die kaputt waren. Da hat er nichts dazu gesagt. Und dass ein Auge im Arsch ist, hat er auch nicht gesagt. Weißt du? Den haben sie ausgemustert, weil er halt nicht fähig war. Und ich dachte, den haben sie ausgemustert, weil er auf Trip ist. Also dachte ich mir, passt schon. Urinkontrolle abgegeben. Ich habe eh schon recht schön konsumiert gehabt, aber da halt jeden Tag vorher, damit ich auch gescheit drin habe. Kiffen meine ich jetzt. Dann habe ich mal ein bisschen Koks besorgt gehabt, 2 Tage vorher, und dann habe ich das noch gezogen und dann halt auf LSD da hingegangen. Da musste ich dann auch diese Sportsachen alle mitmachen, die waren überhaupt kein Problem. Ja, dann sagt er zu mir, machen Sie mal so. Und so, ja, aha, nehmen Sie Drogen? Und dann so übertrieben, ja, ja, und gar kein Problem, nie Sau und macht Spaß. Sagt er, ja, aber solange sie so machen können, können sie auch einen Abzug betätigen. Das bedeutet, die Drogen bringen Menschen aus. Und überhaupt, in meiner Zeit, als ich beim Bund war, habe ich gekokst, hat keinen interessiert. Ja, mit dieser Botschaft hat er mich dann rausgeschickt. Ich auf Trip, voll Banane her und dann erzählt er mir sowas. Dann sind wir die Muffis ausgegangen. Ja, dann bin ich halt dann heimgefahren. Ein paar Wochen später kommt halt dann, ich muss zum Eignungstest.
Und dann bin ich halt da hingefahren und habe mich absichtlich dumm gestellt bei den Funkern und lauter so eine Sachen. Ich habe mich ein bisschen blöd gestellt und ich bin eh in der Rechtschreibung nicht gerade der Hellste. Dachte mir, hey, Mathematik hast du auch nicht erfunden. Also von daher sollte ich ziemlich weit unten landen. Und irgendwann einmal wird es mir aber klar, umso dümmer ich mich stelle und ich aber körperlich geeignet bin, dann bin ich halt der Kanonenfutter, weil auf das kannst du verzichten, oder? Und dann sagt er zu mir, also wir stellen Sie jetzt erstmal zurück, Sie sind ein geburtenstarker Jahrgang, ja? Aber Sie haben jetzt eine, ich glaube, mit einer 2 bin ich dann rausgegangen, also ich bin jetzt keine Elite, aber ich bin halt schon so, kann man schon losschicken zum Arbeiten. Danke, Elvis. Danke, dass du mir ganz blöd springst, du Kleiner. Ja, und dann dachte ich mir, Alter, so kann es ja auch nicht sein, oder? Was machen die? Ja, und dann haben sie mich aber trotzdem erst einmal zurückgestellt für 3 Jahre wegen der Ausbildung. Und 3 Jahre später kommt halt wieder ein Brief zur Nachmusterung. Ja, ich meine, ich kann nicht mehr, aber ich fahre trotzdem hin und bin jetzt da und ist ja egal. Fahre ich halt hin, selbe Geschichte, erzählt einmal, ja, es ist halt ein bisschen schlechter geworden, weil sie hier angegeben haben, sie kopfen mehr. Aber wie gesagt, in meiner Jugend, also als ich ein junger Mann war, war es auch kein Problem, das schaffen sie schon. Ja? Kommen sie auch zur Marine, ans U-Boot, da gibt's nichts. Gar kein Problem. Ja, und dann schicken die mich zur. Dann schicken die mich eben, wie gesagt, zum Einteilen. Ich soll da mal erscheinen. Und wie es der Zufall will, hat die Dame, die mich einteilen sollte, denselben Nachnamen gehabt wie ich, Schmidtbauer. Ja, ich fahre halt da in München, Kreiswehr, Ersatzamt, hieß das damals. Klopfte bei unserer Tür an, geh rein und sagt, guten Tag, ich suche die Frau Schmidtbauer. Dann sagt der Typ da drin, die Plädikur ist 2 Türen weiter. Aha, dankeschön. Geh da hin, klopf an, komm rein. Sagt, das ist eine ganz strenge. Also wirklich, die hat so richtig ausgeschaut wie, du brauchst hier nicht labern, oder mich zieht niemand über den Tisch. Ja, und ich komme halt da rein, setze mich hin, so, ja, guten Tag. Grüß Gott. Sag, ja, ich heiße auch Schmidtbauer. Und sie, ja, Sag, sie haben aber nette Kollegen. Wieso? Wissen Sie, 2 Türen weiter? Habe ich gefragt, wo Sie sitzen. Und sagt der zu mir, die blöde Kuh sitzt 2 Türen weiter. Und sie, aha. Und da habe ich erst das einzige Mal eine Gefühlsregung bei der gemerkt. Augen aufgenommen, aha. Schaut mich an, das erste Mal richtig. Schaut auf den Namen, auf die Daten, alles. Und sagt, wollen Sie überhaupt zur Bundeswehr? Oh, nee, sein muss nein. Okay, dann sind Sie jetzt Ersatzreservist. Und wir sehen uns dann vielleicht nie. Auf Wiederschauen. Und ich kann ihn, dann hat er den Stempel da drauf gehauen und sagt, ich bin Ersatzreservist. Das heißt, Ersatzreservisten werden eingezogen, wenn ein Kriegsfall ist. Ja? Und ein Ersatzreservist wird erst dann eingezogen, wenn die Ersatzreservisten schon alle weg sind. Erst dann werden die eingezogen und dann auch erst in das Training und das ganze Zeug rein. Also ich musste halt dann überhaupt nicht erscheinen. Zeitgleich hat die Politik dann entschieden, dass sie die Altersgrenzen runtersetzen. Und da war ich ja dann schon, warte mal, mit 18 war ich beim Mustern, 25 ungefähr. Und die haben die Altersgrenzen runter. Und dann habe ich irgendwann einen Brief gekriegt. Da war ich aber dann schon, ich glaube, 26. Da stand dann drin, dass ich nicht mehr eingezogen werde, weil ich zu alt bin. Geil, Omat, oder nicht? Kein Zivildienst und auch nicht zum Bund müssen. Aber die Geschichten bei der Musterung, die Leute, die ich da getroffen habe, die waren schon cool gewesen. Ich habe bestimmt viel Spaß gehabt. Aber trotzdem, ich könnte das gar nicht, weißt du? Irgendwo in ein anderes Land fahren, auf Menschen schießen, die überhaupt nicht kennen. Die schießen auch auf mich, obwohl sie mich überhaupt nicht kennen. Ja. Und am Ende geht es gar nicht um ein Ding, das mich tangiert, sondern den Chef von, weiß ich nicht, Amerika oder so. Mit der kann ich jetzt Krieg führen, also irgendwo wegen Öl. Und die Deutschen mit reinziehen, und da muss er dich auch mit rein. Und da habe ich keinen Bock drauf gehabt.
Also heute ist ja was anderes. Heute sind die Leute freiwillig dort, die werden dafür bezahlt, die haben sich entschieden dafür, dass sie kämpfen wollen. Passt schon, also ganz sicher nicht gezwungenermaßen. Und da bin ich echt froh, dass der Scheiß dabei ist. Für euch junge Leute. Und die Alten bei euch, die beim Bund waren, selber schon mit. Was habt ihr denn da schon groß gelernt? Ha? Schießen und saufen. Zumindest ist das, was ich so mitgekriegt habe von den Leuten, die ich gekannt habe. Und der eine ist gleich nach der Bundeswehr dann ein Junkie geworden. Ja, weil er das nicht ausgehalten hat, was er da alles gesehen hat. Peace out, Leute.